Es waren sehr viele Menschen da, die sich auch tatsächlich so verhalten haben, wie ich es erwarten würde von einem Marsch der Entschlossenen. Unsere Demonstrationsfreiheit wurde eingeschränkt, die Kunstfreiheit wurde eingeschränkt. Es wurden viele Dinge nicht genehmigt, die beantragt worden waren, und ich kann das nicht nachvollziehen. Deshalb kann ich verstehen, dass die vielen Demonstranten irgendwann sich selbst ermächtigt haben, auf die Wiese vor den Reichstag zu gehen und dort ein Gräberfeld zu schaffen, ein spontanes als Kunstperformance, um darauf aufmerksam zu machen, dass an den EU-Außengrenzen jeden Monat über 1000 Menschen verrecken. Gab es auch eine Desinformation seitens der Behörden? Zuerst ist es ja in Mitte, dann am Brandenburger Tor, dann vom Bundeskanzleramt, dann vom Reichstag, nun doch vom Reichstag. Wie kommt es zu solchen Informationen? Vielleicht ist das Strategie der Polizei, Leute durcheinander zu bringen. Auch der Beginnort wurde ja umgelegt. Das ganze Verhalten der Polizei hier vor Ort erscheint mir komplett nicht nachvollziehbar. Es gibt willkürliche Gewalt. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe nur einen Blumenstrauß hochgehalten und wurde von 3 Polizisten verprügelt. Ich habe nichts getan, gar nichts. Ich habe nicht mal einen Zaun niedergetreten. Also ich habe wirklich nichts getan, außer Blumen hochhalten. Und zwischendurch haben sie wieder einfach nur gestanden und zugeguckt, und dann plötzlich greifen sie wieder einen Mensch heraus. Ich habe mit einem Journalisten gesprochen, der nur einem Polizist offensichtlich im Weg stand, was er aber nicht gemerkt hat. Der ist 3-mal hintereinander mit der Faust auf die Nase geschlagen worden. Der hat geblutet wie ein Schwein. Das ist ein Journalist, der für deutsche Medien arbeitet und einfach nur seine Arbeit gemacht hat. Und das ist für mich auch unvereinbar mit der Würde des Menschen, mit dem Demonstrationsrecht und mit dem, wie ich erwarte, dass Polizei professionell arbeitet. War das der Höhepunkt der Aktion, oder gibt es folgen noch mehrere Aktionen wie diese? Das war sicherlich der Höhepunkt der Aktion, aber es gibt ja im Moment geradezu eine virale Verbreitung von diesen spontanen Gräberfeldern oder Grabstellen überall in Europa inzwischen. Und das, glaube ich, wird sicher weitergehen. Das ist auch längst jenseits der Kontrolle des Zentrums für politische Schönheit. Und das ist auch gut so. Was wünschen Sie sich von der Bundesregierung, von Europa? Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung endlich selbst Verantwortung übernimmt, dass wir nicht sagen, wir nehmen nur legal eingereiste Flüchtlinge auf, weil man legal nicht nach Deutschland einreisen kann. Wir haben die Drittstaatenregelung, wir lassen die Anrainerstaaten des Mittelmeeres mit den Flüchtlingen komplett allein. Das geht so nicht. Wir sind das reichste Land in Europa. Wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen unseren Einfluss geltend machen, dass in Europa Flüchtlinge eine legale Einreisemöglichkeit haben, dass sie wirklich eine würdevolle Zuflucht finden und dass sie auch anhand irgendwelcher Quoten sinnvoll verteilt werden. Würden Sie, letzte Frage, auch einen Flüchtling aufnehmen? Ja. Was soll denn das? Das ist die Frage! Das ist die Frage!
Nach und nach räumt die Polizei den Platz hier vom Reichstag. Presse und Demonstranten sind hier vor Ort und sollen dort durch und den Platz dann hier verlassen. They want more people dying. They want more crisis, more earthquake, more tornadoes. They are making this with the ARP project. They are making this. They are making war, crisis. They are making all the problems in the world, almost all. There is some natural problem. There is human problem. There is evil everywhere. But we have to chase the devil out of us. Policide, brutality, government, murderer. Schieb weiter Richtung Couch. Richtung Tor weiter. Kaufen Sie weiter, nicht zu sehen. Bitte weiter kaufen. Ja, wie gehen, wenn ihr die Leute dann pullern? Wir rennen schon so lange weg. Ja, geht doch. Er hat mich selber aufgehoben und dann wäre gegangen. Die Demonstranten sind dort hinten. Die Polizei begleitet die Demonstranten jetzt hier durch. Nach und nach wird hier alles dicht gemacht. Einfach stumpf Befehle befolgen, dann wird auch niemandem was passieren. Wie heißt du? Wie heißt du? Wenn Sie reden wollen, dann können wir reden. Aber wenn Sie mich anschreien, drehe ich mich wieder um und gehe. Okay, dann stelle ich mich jetzt hier hin und möchte gerne wissen, wir bringen jetzt jeden hier raus. Ich sage es noch einmal, wir bringen jetzt jeden hier raus. Die Presse hat eine Freiheit. Sie darf sein, wo sie will. Dieser Bereich wird jetzt komplett geräumt. Die Presse darf sein, wo sie will, weil sie ist nicht Demonstrant. Die Presse ist nicht politisch einzuordnen. Die Polizei hat die Bildung verpasst. Oh nein! Ungewöhnlich! Müsst ihr da nicht eigentlich auch eure Leute rauswerfen? Sowas nennt man Rechtsbeugung. Ist ihm bewusst? Ja, ist ja aber egal. Geht eigentlich überhaupt nicht, ne? Weil öffentlicher Platz hat die Presse selbstverständlich. Das ist kein öffentlicher Platz, das ist hier komplett alles umzäunt. Verstehen Sie das? Der Bereich ist verbotenerweise mit Druck eingedrungen worden. Man hat da hinten den Zaun eingeschmissen. Ja, genau. Schön, dass Sie es wissen. Das ist ganz klar. Und dieser Bereich war. Weil das die böse Bannmeile ist, sie durften nur Angie und die Polizei rauf. Das hat auch nichts damit zu tun. Und das wiederum sagt mir jetzt, weil Sie das Ganze ins Lächerliche ziehen, dass ich gar nicht mehr mit Ihnen weiterreden möchte.
Ja, ich habe eigentlich auch nur die Frage gehabt, warum Sie das machen. Ich habe Ihnen die Frage beantwortet. Ja. Und dass es keinen Oberbefehlshaber gibt, das habe ich Ihnen auch gesagt. Das ist doch Wahnsinn, das sage ich Ihnen jetzt ganz ehrlich. Dass Sie mir unterstellen, dass es einen Oberbefehlshaber gibt, das ist ein absoluter Schwachsinn. Ja, naja, okay, ich habe vielleicht das falsche Wort verwendet. Ja, richtig wäre Einsatzleiter, aber selbst der gibt Ihnen Befehle und Sie handeln danach. Also von daher ist jetzt nicht so groß der Unterschied, ne? Hört doch mal auf mit der Scheiße! Seht euch!